Die Stangenwaffen verhinderten, dass die Engländer überhaupt an die Schotten herankommen konnten. Die Reiterei zog sich erst einmal zurück, formierte sich neu und ritt einen zweiten Angriff auf die Schildfronts. Es wurde ein zweiter Angriff auf die Schildfronts geritten. Aber viele Ritter verloren bei diesen Angriffen ihre Rösser. Die Schotten rückten langsam auf die englische Kavallerie vor und durch ihren ersten Sieg waren sie beseelt von einem inbrünstigen Patriotismus. Die englische Reiterei traute sich gar nicht mehr richtig an die Schotten heran, aber dann kam doch der zweite Angriff. Es war ihnen völlig unmöglich. Hunderte und aber Hunderte von Rittern fielen an diesem Tag oder gingen ihrer Pferde verlustig. Und diese Ritter, die ihre Pferde verloren hatten, sahen jedoch gar nicht ein, dass sie überhaupt nicht mehr an der Schlacht teilnehmen sollten. Nein, sie stiegen ab von ihren gefallenen Pferden, sie formierten sich neu. Zu Fuß wollten sie nun die schottischen Schildfronts angreifen. Die Engländer rückten auf die Schotten vor, aber auch die Schotten ließen sich das nicht so einfach bieten. Einige Kämpfer scherten aus den Schildfronts aus und gingen zum Frontalangriff auf die Engländer über. Ein wildes Gehaue und Gesteche begann an diesem Tag. Und es zeigte sich jedoch nach kurzer Zeit, dass die Engländer den Schotten in ihrem Patriotismus nicht standhalten konnten. Ein Engländer nach dem anderen fiel an diesem Tag und die Schotten gingen als Gewinner aus diesem Scharmützel heraus. Der Jubel in der schottischen Armee war unbändig. Die wenigen Überlebenden der Engländer flohen vom Schlachtfeld zurück zu ihrer Hauptstreitmacht. Dieses Scharmützel sollte das Ende des ersten Tages bedeuten. Dieses Scharmützel bedeutete das Ende des ersten Tages der Schlacht bei Bannockburn. Die Engländer zogen ihre Verletzten vom Schlachtfeld und der Tag neigte sich dem Abend. König Edward, nur darauf bedacht, sein eigenes Wohl zu fördern, befahl, dass die englische Armee ein Lager aufschlagen sollte. Doch nun kommen wir wieder zu dem sumpfigen Gelände, das ich euch vorhin schon beschrieben habe. Die Engländer fanden einfach keinen Platz, wo ein trockenes Zelt aufzuschlagen war. Die Engländer gerieten darüber in absoluten Unmut. Sie wollten ihren Führern nicht mehr folgen. Sie rebellierten gegen ihre Anführer. Und die Schotten nutzten ihre Kenntnis des Geländes aus, um eine Nacht in Ruhe und Frieden schlafen zu können. Doch nun lasst uns einen Zeitsprung machen. Wir springen in den zweiten Tag der Schlacht von Bannockburn. König Edward trat aus seinem Zelt, er war der Einzige, der einen trockenen Lagerplatz bekommen hatte, und sah, dass die Schotten sich bereits wieder in den Schildfronts formiert hatten. Und die Legende geht, dass er seine Marschälle, seine Oberbefehlshaber ungläubig gefragt haben soll, was, die Schotten wollen schon wieder kämpfen? Und seine Marschälle versicherten ihm, ja Herr, das sei so. Und Robert the Bruce war bereit, mit seinen Schotten jetzt und hier die Entscheidung für die Zukunft Schottlands zu erzwingen. Die Engländer wurden also wieder in ihre Formation getrieben. Sie waren übermüdet, sie waren hungrig, denn der Tropf der Engländer war noch 10 Tagesreisen hinter ihnen. Es war keine Verpflegung zu bekommen. Und jetzt wurde die englische Armee wieder aufgestellt und Edward hatte aus dem Tag 1 der Schlacht nichts gelernt. Er befahl erneut seine Reiterei nach vorne, die erneut die Schildfronts angreifen sollten. Achtung, Lanzen! Ja.
Kinder vertrauten auf die Macht ihrer Kavallerie. Aber es sollte sich erneut zeigen, dass diese Kavallerie nichts ausrichten konnte gegen die Schildron-Formation der Schotten. Mutige Ritter wurden von ihren Pferden gezerrt und sofort niedergemetzelt. Die Blüte der englischen Ritterschaft ging zu Boden. Ihre Rüstungen wurden gestohlen, all ihr Hab und Gut wurde ihnen abgenommen und die Schotten jubelten erneut. Dies sollte die Schlacht der Schotten werden. Aber nun war es soweit. Die englischen Bogenschützen waren endlich so weit aufgerückt, dass sie ins Schlachtgeschehen eingreifen konnten. Die englische Formation öffnete sich und unter der Führung eines feudalen Ritters betraten die englischen Bogenschützen das Feld. Das war der große Schwachpunkt der schottischen Schildfronts. Denn gegen Pfeilhagel waren sie mit ihren relativ kleinen Schilden völlig schutzlos. Ein Schotte nach dem anderen wurde aus dem Schildhorn herausgeschossen. Aber die Schildhorns rückten trotzdem langsam vor. Sie ließen sich nicht entmutigen von den Treffern der Engländer. Sie rückten nach vorne, immer in den Pfeilhagel der Engländer hinein. Robert the Bruce sah dies aus dem Hintergrund und befahl die Kavallerieattacke auf die englischen Bogenschützen. Robert the Bruce stürmte an der Spitze des Angriffs nach vorne. Die englischen Bogenschützen ergriffen die Flucht durch die eigenen Reihen hindurch. Nur der feudale Ritter, der die Bogenschützen angeführt hatte, verblieb auf dem Feld. Er wehrte sich ohne Unterlass. Erst als er die Übermacht der schottischen Reiterei erkannte, floh auch er vom Feld und wurde dabei tödlich getroffen. Da ging der letzte englische Anführer der Bogenschützen zu Boden. Die schottische Reiterei zog sich nun wieder hinter die eigenen Linien zurück. Und die englische Infanterie sammelte ihre Toten ein. Ein erbärmlicher Haufen Engländer blieb an diesem Tag übrig. Aber ihr König preschte nach vorne. Er peitschte sie an und sie traten den Schotten nun im Kampf Mann gegen Mann gegenüber. Die Engländer rückten langsam etwas weiter vor. Und erneut ergaben sich zwei Kämpfe. Doch in diesem Moment begab es sich, dass der schottische Tross aus den Wäldern herausstürmte. Und die Engländer sahen, oh mein Gott, es sind noch mehr Schotten. Und die Kavallerie sowie die hochgelobten Ritter zogen sich vom Schlachtfeld zurück. Unter dem Klang der Kriegspfeife marschierten nun die Schotten geschlossen nach vorne. Ein jämmerlicher Haufen englischer Ritter war übrig geblieben. Das Feld bereits jetzt übersät von Toten. Und die Schotten griffen nun zum letzten Mal das letzte Häufchen Engländer an, das nicht mehr vom Platz fliehen konnte. Es wurde ein Kreis um die Engländer geschlossen und nun begann das große Schlachten. Kein Engländer blieb am Leben und die Fahne wurde erobert. Und so kam es, dass an diesem Tag Robert the Bruce mit seinen wenigen halb verhungerten Schotten den Sieg über eine hochgerüstete englische Armee errang. Und wir wollen nun einmal gemeinsam mit der schottischen Armee dem Sieger, dem strahlenden Sieger des Tages zujubeln, indem wir alle rufen: Alba Gabler! Alba!
Bürger, Deborah! Ihr lieben Leute von Stettenfels, dies war die Schlachtdarstellung der Schlacht von Bannockburn. Und nun wollen wir einmal durch das altbekannte Wunder von Ostern alle Engländer wieder zum Leben erwecken, indem wir alle gemeinsam laut rufen: Ostern! Ostern! Alle Toten stehen wieder auf. Und alle Mitwirkenden der Schlacht von Bannockburn, reihen sich bitte in einer Reihe hier auf dem Plan auf und empfangen den Jubel des Volkes. Reiter und Streiter, bildet eine Linie. Im Zeichen des Schwertes von William Wallace hatten die Schotten hier einen Sieg errungen. Und bereits wenige Jahre später sollte ein dauerhafter Friedensvertrag zwischen England und Schottland unterzeichnet werden, der Frieden von Edinburgh. Ich bitte euch, Volk von Stettenfels, gebt mir euren besonderen Jubel für alle Teilnehmer, die euch hier eine große Schlacht auf kleinem Felde geboten haben. Euer Jubel! Ich kann euch nicht hören, hey! Gilt mein Dank allen Teilnehmern an dieser Schlacht. Verzeiht mir, dass ich alle eure Gruppen nicht auswendig wissen kann. Aber wisst, dieser Applaus war für euch. Ihr habt eine wunderbare Schlacht geboten. Und euch, Volk, wenn euch das gefallen hat, dann bleibt hier und nehmt zur dritten Stunde des Nachmittags an den großen Highland Games des Clan MacScott teil, sodass auch ihr ein bisschen in die Historie und die Geschichte Schottlands eintauchen mögt. Noch einmal ein letzter Jubel und habt Dank!